So Leute, die Katastrophe ist da. Ihr seht es schon im Hintergrund. Ich war auf Stadtwache. Es ist der 11. September und es kam ein Drache vorbei und hat die ganzen Türme hier abgefackelt. Grauenvoll. Ach, jetzt wisst ihr, wer dran schuld ist. Ich war es mal wieder. Naja, gibt Schlimmeres. So, nehmen wir erstmal hier schnell die nächste Quest an und gucken mal, ob unsere Stadt noch steht. Ach, die wollen mich nicht mehr reinlassen. Ah, nee, doch, warte mal, hier können wir den Stadtbildschirm uns angucken. Naja, hier qualmt es noch ein bisschen aus dem Schornstein, aber bei der Schmiede hier im Waffenladen ist es ja eigentlich immer so. Von daher ist, glaube ich, alles wieder gut. Hier, die Türme haben sie auch wieder aufgebaut. Der Drache ist weg, ja, und alle anderen, die auf Stadtwache sind, pennen auch noch. Von daher bin ich da wohl doch nicht der Einzige gewesen. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, was gibt's heute Schönes, Spannendes, Neues? Es ist etwas Grauenvolles passiert. Ich hatte eine Quest. Und da habe ich einen neuen Tanga gefunden. Und ja, der hat im Vergleich zu dem Sheriff-Gürtel, den ich mir gestern geholt hatte beim Epic-Event, drei Attribute mehr, aber etwas Rüstung weniger. Und wenn ich den jetzt anziehe, dann hätte ich beim Portalgegner trotzdem keine 25% Rüstung, sondern auch nur 24%. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, ziehe ich den an, ziehe ich den nicht an. Lasse ich den Dreiergürtel und oh, das ist echt noch schwere Wahl, schwere Wahl. Ja, und ich habe jetzt natürlich ein Epic mehr, was ich den ganzen Monat hier mit im Inventar mit rumschleppen muss. Deshalb bin ich auch am Überlegen, blätter ich noch ein bisschen, hole ich mir nochmal zwei Epics, um dann das mit dem Klo voll zu kriegen. Oder mache ich es nicht, aber im Endeffekt wird es nur Pilze kosten. Das machen wir dann beim nächsten Epic-Event. Wir wollen ja nicht das Spiel mit einmal durchspielen, sondern ein bisschen langsam angehen und vielleicht droppen wir ja die Epics auch noch so zwischendurch. Was ich mittlerweile mit meinem ganzen Gold gemacht habe, ist einfach mal hier meine Begleiter auf 391 hochgelevelt. Die waren ja vorher noch 86, glaube ich, also da ist einiges an Schotter reingeflossen, aber jetzt sind sie wieder voll auf und gar nicht mal so schlecht. Gab immer hier beim Krieger 150.000 Leben oder so in etwa hinzu, also gar nicht mal so wenig und bei den anderen auch ein bisschen und auch ein bisschen Schaden. Oh, glatte 4.000, das sind ja mal schöne Zahlen hier. Aber naja, gucken wir mal. Ach so, genau, die Waffe hatte ich heute Morgen ins Klo geschmissen. Deshalb ist hier auch noch ein Geschickstein drin, aber war ein bisschen. Naja, also eigentlich war die Waffe schlechter, wie die, die ich drin hatte. Die hatte, glaube ich, ein oder zwei Schadenspunkte weniger und sieben Attribute weniger. Aber die ich vorher drin hatte, hatte keinen Sockel. Von daher haben wir die jetzt mal doch getauscht und da muss ich die nur noch mal sockeln. Der nächste große Geschickstein kommt dann hier rein. Und dann ist das auch schick mit dem Geschick. Ja, das haben sie ja einige sich nur noch heiß diskutiert unter dem Video von gestern, warum ich hier die ganzen Epics ohne Sockel gekauft habe. Die brauchen wir noch gar nicht, auch nicht für die Begleiter. Ja, habt ihr recht. Aber die Dinge haben mitunter, was weiß ich, 15 Pilze im schlimmsten Fall gekostet und ein bisschen Gold. Und wenn man selbst beim Epic-Event 15 Mal blättert, ist es noch nicht garantiert, dass man da ein neues Epic findet. Da konnte man manchmal irgendwie 50 Mal blättern. Von daher habe ich denn die hier einfach mal gekauft, wegen der Aura. Und da haben wir ja trotzdem schon genug Pilze ausgegeben und das passt erstmal so. Ja, dann gucken wir uns mal schnell nochmal die Pets an. Ja, Feuer, da hätte ich echt die zwei Erdbeeren, die wir hier verpfüttert haben, oder die drei. Ach, bereue ich schon so ein bisschen. Jetzt fehlen sie. Heute hätte ich noch zweimal mehr füttern können. Morgen gibt es dann aber wieder Erdbeeren satt. Da können wir dann hier wieder aufholen mit unserem Feuerpad. Und wir müssen jetzt erstmal hier noch schnell unseren Kampf machen im Lichthabitat. Mal gucken, könnte spannend werden. Kommt drauf an, wie der andere hier geskillt hat. Lillipon auf 59. Mal gucken, wo hat er dann gewechselt? Auf, also genauso wie ich bei Erde, hat er auch auf Auf gewechselt. Dann könnte als dieses. Ach, Rufus hat er auch. Okay, da hat er sich ein bisschen verskillt. Und dann kloppt die Wupp 100. Und mal gucken, wie hoch noch Karnockel ist. Danach geht's nicht weiter. Ich glaube aber, der hatte auch nur so viel Pets, dass er mit Karnockel aufgehört hat. Und bei mir geht's bis Killridge und da kommt ja noch was nach. Ah, Karnockel. Wenn er hier jetzt noch die paar Level gehabt hätte, die er dem Rufus gegeben hätte, dann, wer weiß, mit 100, Stufe 100 wäre es schon knapp. Jetzt sind sie hier in etwa noch gleich stark und okay, ich habe ein bisschen mehr Hauptattribut. Aber das, wie gesagt, mit Stufe 100 wäre das anders. Wir können ja mal gucken, wie sieht denn meiner aus? Der ist Stufe 88, also 9 Level höher wie der andere.
und hat schon 2 Millionen mehr Leben. Also, okay, hat auch einen Rudelbonus mehr, aber trotzdem hätte das denn schon ein bisschen anders ausgehen können. Und auch die Werte sind dann in etwa ähnlich hier wie mit dem Killridge. Von daher, ja, hätte, hätte Fahrradkette. So, und die Handschuhe kommen nochmal weg. Damit haben wir für morgen, sind wir gut ausgerüstet. Pflaumen, Zitronen und Äpfelchen können wir dann füttern. Hier Zitronen sind auch voll gefüttert. Äpfel sind voll. Schatten konnte ich auch noch gut füttern. War auch sehr schön. Geht gut voran. Und dann, ja, wie gesagt, Erde fehlt noch, aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Und ja, ich habe jetzt nicht mehr ganz so viele Versuche hier gemacht. Ich habe ein paar Versuche. Mal gucken, habe ich da auch was von gespeichert? Schattenwelt, genau. Also ich hatte es auch geschafft, einen Try zu machen, wo er ich jedes Mal weggekritzt hat. Also der hatte nach dem Kampf noch 100% und das ist ein Magier. Das heißt, er hatte jedes Mal den ersten Schlag und jedes Mal gleich gekrittet. Also, naja, manchmal kann man auch Pech haben. Und hier habt ihr auch gesehen, also das ist echt so eine Glückssache. Der ist auch vom Level her verdammt hoch und haut auch echt große Kellen raus. Ich bin da überlegen, eigentlich müsste er ja leichter sein wie Jan, aber durch das Ausweichen und so. Ich weiß auch noch nicht, wo ich weitermachen soll. Und dann hat auch einer von euch festgestellt, dass der Knuffi hier jetzt auch noch ein Dungeon mehr geschafft hat wie ich. Wollte wohl ein bisschen aufholen. Oder das Level hier voll machen. Ich weiß auch nicht genau, was er geschafft hat. Weil ich habe jetzt nur hier 70. Er hat 71. Aber mal gucken. Lebensenergie ist er bei 43 beim Portal und ich bin bei 41, also hat er da 2 mehr. Und das müsste dann auch eigentlich schon der Unterschied beim Sammelalbum gewesen sein. Ja, ich glaube, ein Gegner gibt so 5 Prozentpunkte. Das müsste dann eigentlich hinkommen. Das heißt, er hat irgendwen in der Schattenwelt besiegt. Und ich glaube, das wird dann Jan gewesen sein, weil das macht einfach mehr Sinn, den erstmal zu legen. All dieweil man dann das eine Schattenpad bekommt. Und ich glaube, ich werde doch bei meiner alten Taktik bleiben und erstmal den Jan dann weiter versuchen. Und da haben wir noch ein Fläumchen und Scheißdreck. Da haben wir. Das war's denn wohl mit den Quests für heute. Keine epische 2,5-Minuten-Quest mehr am Ende. Und wir nehmen auch was mit Item. Dann ist auch gut. Und verkaufen die Handschüchen nochmal. Dann passt das auch. So. So können wir das hier noch ordentlich umsortieren. Und die Pflaume da, obwohl natürlich Handschuhe in die zweite Reihe. Naja, muss ich jetzt mitleben. So, dann können wir nochmal am Glücksrad drehen. Gab ja auch wieder ein paar Lucky Coins heute, ist Wochenende. Und da kriegen. Oh, 10 Millionen Gold. Sehr schön. Und nochmal 10 Millionen. Das läuft. Ein paar Pilze gibt es auch. Und nochmal, echt, heute ist Goldtag. Stein, Stein, Stein. Holz und nochmal ein ganz bisschen Gold. Ein Schmuddelheftchen. Na, das darf meine Mutti nicht sehen. Das verkaufen wir mal schnell. So, und nochmal ein kleines Goldpaket. Sehr schick. Fast 80 Millionen. Wenn gleich die Quest vorbei ist, sollten wir da noch genug kriegen. Auf jeden Fall, wenn wir das Item verkaufen. Ich guck mal nochmal. Sicherheitshalber hatte ich jetzt auch alles verzaubert. Nach dem Epic Event lieber immer noch mal einmal mehr testen. Und jetzt können wir skillen. Wir können 7-mal draufdrücken. Das heißt, 64 schaffen wir auf jeden Fall. Aber wir können ja auch mal ein paar Sprünge bekommen. Von daher könnte da auch mehr drin sein. Da haben wir gerade 2 Punkte gratis bekommen. Da sind wir auf 64 und haben noch 20 Millionen übrig. Und dann sind wir schon auf 67 und 68. Also haben wir 4 Punkte jetzt gratis bekommen. Sehr schick. So kann das laufen. Schaden gab es auch ein bisschen dazu. Können wir dann beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr reißen? Mal gucken. Haben wir unsere ganzen Kämpfe schon gemacht? Ah, hier, der hat auch ordentlich aufgerüstet. Da verliere ich jetzt wieder. Der hat das Epic Event so richtig mal genossen. Ich möchte nicht wissen, wie viel der da reingesteckt hat. Gestern habe ich noch gesehen, hat er noch einen Helm ohne Sockel gehabt und damit gekämpft. Aber hier, man guckt, Waffe, fast 100 mehr Schaden. Und, warte mal, da müssen wir mal kurz die Waage anmachen, weil er einen anderen Sockel drin hat. Und so auch 90, nee, da doch 90 mehr Attribute auf alles. Hier 56. Nee, warte mal, 300 ist. Ach so, weil er hier einen schwarzen Sockel drin hat.
Aber trotzdem auch richtig viel mehr. Na, hier habe ich halt ein 5er Epic, macht dadurch 159 einfach mal der Wahnsinn. Okay, hier plus 44, aber den Helm habe ich jetzt ja auch erst neu. Hier hat er auch ähnlich viel, 100, auch 648, 659 sogar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Hammer, und der wird euch morgen, denke ich mal, wieder hier einmal aufleveln. Mal gucken, wie weit ist er. Hat noch ein paar Dungeon-Etagen weniger, obwohl er die eigentlich locker schaffen sollte. Aber er hat ein bisschen zu viel Ausdauer, finde ich, im Vergleich zu Geschick. Wenn man mal guckt, er hat auch mehr Leben. Und das, obwohl er. Oh, Portalbonus. Ist er fast dran. Schaden hat er ein bisschen weniger. Aber auch nicht. Naja, okay, 27 zu 6 sind 9%. Das ist schon eine ganze Menge. A vom Geschickwert Basis 5000. Ich habe Basis 8000. Gucken, hier hat er Basis 5000. Ah, okay, er hat sehr, sehr viel auf Ausdauer geskillt auch. Das wird es einfach sein. Das macht den Unterschied. Weil wenn man hier die. Na, 3000. Aber trotzdem habe ich mehr geskillt, glaube ich. Der auch noch mehr Glück geskillt. Er hat 500 mehr Glück. Wäre mir, glaube ich, schon zu teuer. Also Glück würde ich, glaube ich, nicht so hoch skillen. Nebenattribut hat er auch noch ein bisschen höher. Da bin ich ja auch am Überlegen, ob sich das noch lohnt, aber eigentlich ja nicht unbedingt. Weil die Nebenattribute lohnen sich ja nur in jedem dritten Kampf. Also halt gegen Krieger oder Magier hier. Und naja, kostet schon 2 Millionen. Und man braucht 2 Punkte, dass der Gegner einen weniger hat. Das macht 4 Millionen. Und wenn ich schon überlege, für 10 Millionen kann ich schon ein Geschick kriegen, womit ich dann einen Schadenspunkt mehr habe und mehr austeile. Bringt das eigentlich dann viel mehr? Weil auf Geschick habe ich auch noch den Trankbonus drauf. Der erhöht sich ja auch nochmal. Und den Portalbonus. Ja, okay, den Portalbonus hat der andere ja auch und einen Trank hat er auch, aber den. Das erhöht sich ja hier dann nicht so extrem. Ach, naja. Egal. Ich skill einfach erstmal gnadenlos weiter Geschick, um möglichst harte Schläge auszutauschen. Und wenn, dann bringt das eh nicht so viel. Aber wir haben ja nächstes Wochenende Gold-Event. Da kann ich ja mal vielleicht ein Wochenende mal ein bisschen auf Gold skillen. Mal gucken, ob wir das machen oder nicht. Das kann ich mir nochmal überlegen. Genau, so. Glücksrad haben wir durch. Und letzte Quest läuft. Das heißt Festung. Da bin ich jetzt auch noch so ein bisschen überlegen, was wir hier als nächstes bauen. Habe ich schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, was hier so am sinnvollsten ist. Weil eigentlich brauche ich jetzt ja nichts mehr wirklich. Ich brauche nur Ressourcen. Die habe ich. Da kriege ich jetzt immer genug, um die Edelsteine zu suchen. Von daher eigentlich jetzt ist kein Drang mehr da. Aber man muss ja da überlegen, was ist, wenn irgendwann mal das Limit erhöht wird vielleicht und die Festung höher ausgebaut wird. Auf 25 oder so. Dann wäre es ja am sinnvollsten, möglichst viele Ressourcen zu haben, um gleich mit der Festung weiterbauen zu können. Allerdings haben die ja auch gesagt, dass die vielleicht so mit dem Festungskampfsystem nicht ganz zufrieden sind und da vielleicht sich auch noch was ändert. Das heißt, wenn irgendwann mal vielleicht es mit dem Angriffsschutz geändert wird, dass man nicht mehr permanent im Angriffsschutz ist, dann habe ich zwar hier irgendwie meine zig Millionen Holz und Steine, aber die können mir dann ruckzuck abgezogen werden. Weil wenn ich jetzt hier ohne Angriffsschutz dastehe, beim ersten Angriff verliere ich hier 44 Millionen, dann bin ich noch auf 400, dann kommt nochmal einer, nochmal 40 Millionen weg. Also wenn ich hier, was weiß ich, 4, 5 Mal angegriffen werde und wenn es irgendwie gesenkt wird auf, was weiß ich, 8 Stunden wieder, so wie es früher war, dann habe ich hier innerhalb von 2 Tagen, bin ich hier meinen ganzen Überschuss an Holz los, was ich mir jetzt mühsam angesammelt habe. Und eigentlich füttere ich ja zurzeit. Mit den Sachen, also hier 100% meiner Holzproduktion gehen an irgendwelche anderen Leute. Also da habe ich ja nichts von, weil ich kann hier nichts einsammeln und alles, was hier an Kämpfen reinkommt, alle Festungsabwehrkämpfe, die ziehen mir hier komplett immer das ganze Holz weg. Also besonders morgens immer, wenn halt eine ganze Weile nichts kam. Müssen wir mal gucken, hier 8 Uhr, so hier 0 Uhr kam ein Angriff. Den können wir uns mal angucken. Da wurden 300.000 erbeutet und dann kam um 8 noch einmal, da konnte er wieder 8 Stunden sammeln. Da waren es dann auch wieder fast 400.000 Holz, also mit dem Bonus von dem Holzfällerhütchen waren es auf jeden Fall so viele. Und naja,
damit macht man ja andere Spieler eigentlich stärker, wenn man denen so viel in den Rachen schiebt. Jo. Und da weiß ich nicht, ob man da vielleicht noch was an der Taktik ändern sollte. Und da bin ich am Überlegen, Mauer ausbauen. Die würde denn statt 170, 180 sein, ein bisschen stärker sein. Dann müssten die Leute mit ca. 20, 30% mehr Kampfkraft ankommen. Also vielleicht sogar 50, je nachdem, wie viel stärker die Mauer ist. Da habe ich hier schon so ein bisschen geschaut, wie hier die Steigerung der Werte ist. Also hier kriegen wir nochmal 150 an Verteidigung hinzu vom Hauptattribut. Ist verglichen mit denen davor nicht viel. Hier gab es 255 vom Hauptattribut hinzu. Und auch Ausdauer ist nicht mehr so eine ganz starke Steigerung. Na okay, ist immer noch recht viel, aber gibt halt nicht so viel mehr hinzu. Aber die Soldaten werden ja auch nicht so viel stärker, die da über sind. Und naja, zumindest würden mich dann weniger Leute angreifen, wenn ich das Ding ausbaue. Was natürlich auch dazu führen könnte, dass ich vielleicht ab und zu mal aus dem Angriffsschutz rutsche. Zurzeit. Also wäre das vielleicht doch nicht das Klügste, die Mauer sofort auszubauen. Wie man hier das Problem mit denen, dass die Ressourcen überlaufen, loswerden könnte, wäre ganz einfach. Man baut schon mal die Schmiede aus und nimmt dann die ganzen Verbesserungen erstmal mit. Also ich würde jetzt hier 11 Tage bauen, also hier 3 Tage habe ich noch. In den 3 Tagen würde ich hier vielleicht auf, naja, 60, 65 Millionen Steine kommen. Das auf jeden Fall, denke ich mal. Und dann kann ich ja im Anschluss was anderes bauen. Dann würde ich hier das Ding bauen. Baut wieder 11 Tage. Nach den 11 Tagen habe ich hier auf jeden Fall auch mein Steincap erreicht. Besonders wenn hier der Steinbruch nicht mehr im Bau ist, dann mache ich ja hier auch Steine pro Tag. 22.000 pro Stunde. 22.500. Das heißt, da mache ich irgendwie eine halbe Million oder so am Tag. Okay, da ziehe ich dann noch ein bisschen was für die Edelsteinsuche ab, aber trotzdem mache ich dann mehr Steine. Und sollte denn die 100 Millionen hier erreichen, das heißt, dann kann ich auf jeden Fall, wenn die 11 Tage um sind, hier erstmal gleich nochmal, was sind's, 10, 12, 13, 14 Millionen Steine gleich mal rauspulvern. Plus das ganze Holz für die ganzen Verbesserungen, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche zurzeit. Aber wo dann halt erstmal hier so ein bisschen den Bestand wieder schmälern, dann könnte ich das nächste Gebäude bauen. Haben wir irgendwo schon ein 15er Gebäude? Nee, ein 16er. Ich glaube, das sind dann 12 Tage Bauzeit oder so. Und dann würde halt das Steinlager ein bisschen mehr überlaufen, aber dann wäre natürlich auch die Verbesserung langsam ein bisschen teurer, weil das ist echt dann so ein langfristiges Ding. Wo haben wir die ganzen Verbesserungen? Hier, genau. Also jetzt sind wir hier gerade bei Stufe 16 wäre als nächstes dran. Stufe 17 wäre auch noch recht human. Okay, da wären es hier schon 10 Millionen Steine für die Bogenschützen, die wir ausgeben müssten. Aber dann wird es langsam echt teuer. Und wenn wir uns mal die Stufe 20 Sachen angucken, das sind schon echt heftige Sachen. Hier die Soldaten kosten 70 Millionen Steine. Dann hier die Magier zwar nur 20 Millionen, aber dabei fast unseren gesamten Speicher an Holz, also der ist ja bei 300, das offizielle Limit. Und wir würden 240 ausgeben. Das wäre schon mal echt eine Möglichkeit, da eine ganze Menge Ressourcen rauszuziehen. Und dann natürlich auch nochmal die Bogenschützen mit 60 Millionen Steine ist auch ordentlich. Die sind natürlich hier, die Steigerung von 15 auf 20 sind echt nicht groß bei den Verteidigungseinheiten und Angriffseinheiten und die Kosten steigen echt enorm. Warte mal, wir können mal gucken. Haben wir hier irgendwo was? Genau. Nehmen wir mal die Soldaten, weil wir müssen ja mit den Soldaten angreifen. Verteidigende Einheiten sind ja da egal. Wenn wir da jetzt mal gucken, hier selbst die Stufe 125er, was denn die 15er sind, kosten 3.600. Und ich finde eigentlich so am effektivsten waren die immer noch hier so mit den 115er oder den 105ern. Da konnte man auch noch recht viel mit reißen. Das sieht man auch hier bei mir, was da für Angriffe reinkommen. Die meisten greifen hier mit 115ern an. Hier 115er, da braucht man zwar ein paar mehr, aber die Leute schaffen es auch, damit zu plündern. Okay, das waren jetzt 125er mal. Auch wieder 125er, aber die wenigsten haben die weiter ausgebaut. Hier auch wieder 115er und ich habe auch schon 105er gesehen, die da angegriffen haben. Und ja,
Also die hier unten wären natürlich extrem teuer und die wären halt nicht mehr doppelt so stark. Also mal gucken, die Steigerung hier. 75 Hauptattribut sind auch nur noch 5 Level. Hier vorne waren es meistens so 10 Level. Mal gucken, hier Steigerung 5 Level, 5 Level, 5, 5, 5, 5. Dann hier mal 7 Level, dann hier schon 8 Level, nochmal 7. Und dann ging es hier los mit 10 Level. Also hier die Steigerung, da war es echt extrem dann immer. Allein schon die Level zusammen mit dem Glückswert und so, wie oft man da crittet und so, das, und natürlich die Attributssteigerung, die da mit reinspielen, macht natürlich schon eine ganze Menge aus. Von daher müsste man die vielleicht irgendwann mal ausbauen. Die würde man zwar nicht brauchen, aber halt dafür, wenn irgendwann mal was kommt, dann hat man wenigstens die Schmiede recht hoch und könnte ruckzuck eine super Verteidigung aufbauen. Weil wenn man mal guckt, wenn wir denn die Einheiten hier auf Maximum hätten, also sagen wir mal hier, wir ziehen die hoch auf 150 und wenn wir mal gucken, die Soldaten, okay, hier haben wir noch nicht die Werte mit den Hauptattributen, aber eigentlich war es immer so, dass die immer recht gleich stark waren. Also halt die angreifenden Einheiten und die verteidigenden. Und Kaserne wird auf jeden Fall schon irgendwer denn auf Stufe 15 haben, um einfach schön Angreife zu fliegen. Also müssen wir damit rechnen, dass da jemand mit 45 Soldaten kommt. Und 45 Soldaten kann ich jetzt so, wie ich bin, nicht abwehren. Aber wenn ich die Einheiten hier aufs Maximum habe, können wir mal rechnen, hier 26 plus 12 sind 36, 37. Kann ich immer noch keine 45 Leute mit abhalten. Ah, dann habe ich ja immer noch die Mauer. Die könnte ich ja dann auch noch ein bisschen stärken. Die zieht ja auch noch ein paar Soldaten weg. Ich glaube aber von den Stufe 20 Soldaten, also die dann hier das Maximum Schmiede sind, da wird die 15er Mauer nicht ganz so viel wegziehen. Aber ein paar schon. Und zur Not kann man denn ja auch noch hier 2 Level mal bei der Schützengilde oder bei dem Magierturm. Das ist ja dann auch nur hier ein paar Tage, das geht ja dann recht schnell. Aber als Vorbereitung würde ich halt gerne schon die Schmiede machen, weil das halt am Ende richtig, richtig viel Ressourcen schluckt. Weil die beiden Gebäude hier gehen nur bis auf Stufe 15, dann ist da Schluss. Die kann man super schnell nachziehen. Mauer dauert auch ein bisschen länger, sind ja dann auch immer 11 Tage. Und die Ressourcen, es ist einfach schade, die jetzt so ins Leere fließen zu lassen, wenn man es dann später vielleicht nochmal braucht. Andererseits, das ist halt nur wirklich, wenn man irgendwie hier PvP macht, Verteidigung und irgendwas dafür braucht. Wenn jetzt vielleicht irgendwann dann nochmal gesagt wird, okay, wir ändern irgendwie ein System hier mit den Edelsteinsuchen, dass da die Kosten angepasst werden oder die Suchzeiten, dass es sich vielleicht doch lohnt, die Edelsteinmine weiter wie auf Stufe 14 aufzubauen, müsste man mal gucken. Dann wäre es am sinnvollsten, hier die Gebäude noch hochzuziehen. Aber ich glaube, ich werde erstmal einmal die Schmiede dann versuchen. Es sind ja eh 11 Tage und da hat man sehr lange Zeit, drüber nachzudenken, ob das jetzt richtig war. Wichtig ist erstmal, ich habe jetzt hier den Steinbruch hoch genug und dann, also ich will halt jetzt den Steinbruch als nächstes nicht bauen, dass ich wenigstens die Steinressourcen hier ins Lager reinkriege. Aber wenn ich dann die Holzverleute zum Beispiel ausbauen würde, müsste ich ja immer Stein liegen lassen, als ich noch geplündert werde, bis das Ding voll ist und dann, ja, nur um hier einen Cap zu erreichen. Ich glaube, ich werde erstmal die Schmiede dann bauen, um hier ein bisschen Ressourcen rauszunehmen, dass die hier nicht so sinnlos rumliegen. Und ja, das ist erstmal hier so mein Plan, den ich mir jetzt so überlegt habe. Mal gucken, ob ich den auch durchziehe. Sind ja noch gute 3 Tage Zeit, bis wir das dann realisieren können. So, mittlerweile ist ja jetzt auch schon die Quest durch und wir können nochmal skillen. Gibt einen Punkt, sehr schön. Und wir verkaufen mal noch den Korken hier. So. Und dann gucken wir mal unser Gildenportal. Wie schaut's denn hier aus? Gestern haben wir ja den anderen umgeboxt. Den hier Schmie ist noch da und hat schon 1% verloren. Also es geht voran. Es haben noch nicht alle gekämpft, schon recht viele. Und wir gucken uns den mal einfach an, wie viel Schaden wir da machen. Oh, wenn er uns nochmal krittet, war es das. Oh, 7 Millionen und da haut er uns weg. Naja, ein bisschen was haben wir abgezogen. 15 Mille, ja. Ist okay, ist das Höchste, was ich jetzt hier so sehe. Ganz in Ordnung. Bin ich mit zufrieden, ja. Und wir haben sogar dann jetzt es geschafft. 2% hat er weg. Und der letzte ist echt super schnell runtergegangen. Mal gucken, ich denke mal hier so 3 bis 4 Wochen brauchen wir. Könnt ihr mal gucken, wir haben jetzt 2%. Ich denke mal 3% schaffen wir noch mit den ganzen Leuten, die angreifen.
Und dann könnt ihr ja mal rechnen, 100 geteilt durch 3, wie viele Tage wir da brauchen, bis der down ist. Also ein bisschen wird es schon dauern und es schwankt ja auch immer. Also manchmal sind ja auch wirklich Tries dabei. Bei dem Boss davor hat irgendwie die Chefin hier mal 80 Millionen abgezogen. Das waren dann gleich 3%, die ein Spieler abgezogen hat. Ist halt immer so eine Glückssache. Wenn man einfach mal so eine Ausweichsträhne hinlegt, dann ist ja auch rucki-zucki weg. Apropos Ausweichen, wir schauen mal, was wir hier so machen können. Den hatten wir gestern auf 57 runter. Mal gucken, was da heute noch geht. Wir haben uns jetzt noch nicht umgekleidet, haben immer noch das Dreier-Epic drin. Und wir gucken mal, was wir da austeilen. Bis jetzt weicht er auch recht oft aus. Und jetzt lässt er sich mal treffen. Weicht nochmal aus. Na, und 10 Millionen. Sehr schön. Oh. Da trifft er uns schon hart. Wir teilen nochmal ein bisschen was aus. Wenn er uns jetzt crittet, könnte es das gewesen sein. Komm, noch einmal. Na, treffen nochmal. Shit. Und fuck, da sind wir weg. Naja, es sollte gereicht haben, aber nicht viel. Ich würde mal sagen, so, ja, 53, 54. Ja, 54, na, immerhin. Ein bisschen näher rangekommen. 3%. Halt die magische Zahl heute. Aber hier müssen wir den echt nochmal denn bald runterhauen. Weil das Sammelalbum, das ist echt bald dran. Noch zwei, drei Gegner, also drei Gegner müssen wir noch schaffen. Dann kriegen wir hier das nächste Bildchen. Und ich würde mal sagen, realistisch ist echt noch ein so ein Gildenportal-Gegner und zwei Singleportal-Gegner. Und dann kriegen wir hier ein schickes neues Prozentchen mehr XP für jede Quest, die wir machen. Das wollen wir doch alle. Ja, das wäre, glaube ich, erstmal genug rumgelabert und Blödsinn gequatscht für heute. Ja. Wir sehen uns morgen wieder und nächstes Wochenende ist definitiv Gold-Event und da können wir dann so richtig nochmal durchstarten und ein bisschen skillen. Und ich werde mal gucken, werde dann auch mal so ein paar Guides machen. Was ich mal interessant fände, ich würde vielleicht auch mal so ein Q&A machen. Ihr könnt ja mal einfach jede Menge Fragen jetzt immer stellen und ich werde die dann nächstes Wochenende, wenn ich mir mal die letzten Videos mal angucken. Und dann mal so auf die ganzen Fragen eingehen, weil ich muss ja ein bisschen vorproduzieren für die Flitterwochen, weil da kann ich ja nicht immer was quatschen. Und da kann ich ja dann einfach mal gucken, welche Fragen da so kommen. Und dann werde ich dann auf die meisten Fragen mal so ein bisschen eingehen. Also wenn ihr irgendwas schon mal immer über Shakes and Fidget oder sonst was wissen wolltet, jetzt ist die Möglichkeit, könnt es einfach mal runterschreiben. Und dann machen wir da was draus. So, bis denne. Ciao.